Oder herzlich willkommen zurück. Erstmal Mikro verrücken, damit auch schön Krach macht in der Aufnahme. Willkommen zurück zu The Escapist. Beim letzten Mal sind wir bis Tag 4 gekommen, haben insgesamt noch nicht viel erreicht. Das wollen wir heute aber ändern. Ich bin heute gesünder als letztes Mal und nicht mehr so verrotzt, hoffentlich. Kann aber sein, dass es während der Aufnahme mal vorkommt, aber naja. So, wir fahren fort. Es ist Zeit für den Morgenappell. Haben wir da irgendwas? Gib seidenes Taschentuch an James, gib DVD an Triefnase. Keins von den Dingen haben wir gerade bereit, wir haben aber einen Muffin. Und ja, wir begeben uns zum Morgenappell, wir wollen ja nämlich nicht sofort auffallen. So, mal eben schauen, was hat Watthor denn zu verkaufen? Schraubenzieher. Den brauchen wir. Kostet $75, wir haben auf jeden Fall genug. Zeit zum Durchzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Folgende Maden bekommen ihre Zellen inspiziert. Anthony und Isaiah. Okay. Fallen wir ja schon mal raus. Das heutige Essen wird mit Kaviar gereicht. Ja, bitte der Gute, ne? Also so billig Kaviar, ne, sowas fresse ich nicht. Das ist mir zu billig. Jemand hat alle Kekse verputzt. Ja, das war ich nicht. Unbedingt. Meisten Auswirkungen. Freue mich zurück. Pläne für einen Whirlpool. Schön. Ja, ausgebrochen und zurückgekehrt. Alles klar. Wir laufen natürlich wieder als erstes hier zum Frühstückstisch, um direkt schon mal klar zu machen, wir sitzen da. Ja, jetzt müssen wir unsere Zeit hier absitzen. Ich glaube, ich werde irgendwann anfangen. Mein Nachtisch ist weg. Drama! Ich glaube, wir können die Frühstücke und so können wir, glaube ich, auslassen. Das ist nicht so dramatisch. Wir kriegen da zwar ein bisschen Aufmerksamkeit von den Wärtern, aber so. Oh. Okay. Wir haben Freizeit. Wir holen erstmal das Luxus-Toilettenpapier für irgendwen. Wir haben ja noch was. So. Mein Schreibtisch. Wir haben kein Luxustoilettenpapier. Gibt es vielleicht hier Luxustoilettenpapier? Ein Nagelpflege-Set. Das hat keiner gesehen. Gut. Anthony-Schreibtisch. Standard-Klorolle. Wattrott. Standard-Klorolle. Ich will Luxus-Scheißhauspapier. Selbst der hat. Ja, ja. Standard. Das nehmen wir mit. Weiß nur noch nicht, wo wir das hinpacken. Standard Handcreme. Auch Standard. Das gibt's doch nicht. Mein Hühnerbein nehme ich mit. So. Hier wird irgendwer verprügelt. Hört sich zumindest so an. Wir packen das da rein. Wir hatten doch noch andere Sachen da gelagert, oder nicht? Wo vielleicht über nach dem Speichern da weggepackt. Sowas zu verkaufen. Wattrott hatte was zu verkaufen. Wo ist denn der? Rotzbremse. Wattrott. Hat jetzt nichts mehr zu verkaufen. Hat aber eine Gabel als Waffe. Mein Gott, das ist ja. Wir haben keine Waffe angelegt. Okay. Dann können wir gleich wen verprügeln. Ach nee, ist ja erstmal Mittagessen. Okay. Dann gehen wir erstmal zum Mittagessen. Mein Nachtisch ist weg. Dramatisch. Obwohl, nee. Wisst ihr was? Wir gehen nicht zum Mittagessen. Wir gehen pumpen. Weil hier, glaube ich, hier nach E-Pumpen angesagt ist. Mal eben checken. Geschwindigkeit. Ja, ja, ich. Ja. Eine Wiederholung. Ja. Ja, ja. Man hört vielleicht meine Tastatur.
Zeit für einen Job, okay. Dann machen wir mal. Ich würde 2 gerne auf 1 packen. Oh, da ist wer K.O. Wer ist nicht mehr K.O.? Schade. So, na gut, dann packen wir es halt so da rein. So, 4, 5. Mhm. So. Dann 1, 3, 4. Oh, da sollten wir eventuell auch was drauf machen. So. Ups. 3. 1. So, packen wir es auch noch weg. Darauf, darauf. So. Wieder nur das Nötigste gemacht. Unser Arbeitspensum ist ja erfüllt, deswegen dürfen wir eigentlich keine Probleme kriegen. Und wir gehen wieder pumpen. Pumpen. Jetzt sind wir zwar das gekochte Essen, was wir losgeworden sind, los, aber naja. Sollte sich besser entscheiden, wofür. Du. Halt. Holz. Tinte. Draht. Nägel. Holz. Just in case. Oh, wir sollen ja beim Hofgang jemanden eine verpassen. Da kriegt jemand anders gerade eine verpasst. Ich werde das mal eben standesgemäß einlagern. Damit das nicht weg ist, wenn wir gleich K.O. geschlagen werden. Eventuell reicht es auch wegzulaufen. Ja. So, von wem kam der Auftrag? Mach Krabbel, wenn Hofgang ist. Dann machen wir mal. Mann! We get a little crazy. Hauptsache, der rennt mir halbnackt hinterher. Lalalala. So. Jetzt sinkt auch die Verdächtigung ein bisschen. Das Wasser ist echt kalt, Mann. Echt romantisch hier. Sollte man eventuell nicht in einer Knastdusche sagen. Die ist doch weiblich. Warum darf die hier in der Männerdusche rumstehen? Unverschämt ist das. Geht mal weg. Buchkeks. Pack den mal dahin. Auch zum Abendessen. Bevor wir uns niemand sieht, ist es ja auch wieder wurscht, wir haben ja keinen Hunger. Wird vor allem auch bald Abend Freizeit sein. Der läuft da draußen nur rum, okay. Dann kann uns das ja eigentlich relativ egal sein. 32 Leben haben wir. 28. Immer noch Abend Freizeit. Ich guck mal gerade. Stärke geht hoch, das ist gut. Oh Gott, Alter, die Finger werden da müde von, die ganze Zeit so hin und her. Alter Schwede. So. Gehen wir doch nochmal gemächlich duschen.
20 Wiederholungen. So. Mal gemächlich duschen gehen. Wir sollten den Fitnessraum verwüsten. Ich weiß ja nicht. Du dum, 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 da, dum, dum, dum. Dum, da, dum, dum, dum. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Ich wollte mal was ausprobieren. Fällt mir gerade ein, bevor wir gleich zum Abendappell müssen. Ich wollte mir ein Messer klauen und gucken, ob man damit eventuell etwas aufschrauben kann. Nimm gleich mal 3 Stück mit. Ist ja erlaubt, ne? Ja. Irgendeiner von den beiden ist gleich K.O. Ja, fallen lassen. Ich lass fallen. Klebeband. Braucht doch kein Mensch. Gut, dann ist gleich Abendappell. Ja, ja, die Wächter sind größere Gauner als die Häftlinge. Ich will da nicht durchgehen, nachher passiert da irgendwas. Das ist auch noch ein Besuchszimmer. Hier ist eine Kamera. Können wir nichts mitmachen? Okay. Ah, es wird dunkel. Mehr Aufträge will ich erstmal auch nicht annehmen, weil wir noch genug zu erledigen haben. Luxusklopapier. Wo kriegen wir das Zeug her? Müssen wir ja schon von irgendwem abkaufen, glaube ich. Die Frage ist nur, ob sich der Einkauf, ob das dann für uns irgendwie gut bei rauskommt. Preistechnisch. Ach, James verprügeln. Okay, ja, für den haben wir auch noch einen Job zu erledigen. Da warten wir erstmal noch mit. So, darf ich um eure Aufmerksamkeit bitten? Fehlt da nicht einer? Ach, da. Ach, und da auch noch. Kinders. Ach, unsere Zellen werden durchsucht. Na toll. Oh, wir müssen den Ausflug verschieben. Oh. Es kann sein, dass uns das sehr was? Ist in den Schuppen eingebrochen? Ja. Mit unserem Plan für den Whirlpool steht es gut. Finde ich super. Hier drin hat man ein leichtes Leben, wenn man sich benimmt. Ungezogene Jungs kommen in Einzelhaft. Okay. So. Erhalten von dort runter? Get. Ach, get down. Erhalten. Bekommen. Ah, ihr Übersetzer, ihr. So. Haben wir noch eine Bettpuppe? Nee. Okay. Brauche ich mal ein Kissen für? Brauche ich mal 2 Kissen für? Ich werde aber erstmal. So, 4, 5. Dann will ich nämlich mal was ausprobieren. Und zwar, nein. Können wir mit dem Messer aufschrauben? Nein, das geht. Okay. Okay, so sieht er uns wirklich nicht, wenn wir hier irgendwas machen. Ich mache aber nur ein bisschen. Da ist noch Holz drin. Wir packen die Messer mal da rein, die sind ja erlaubt. Und dann gehen wir pennen, um zu gucken, ob irgendwas ist. Und nachts werden ja eigentlich die Zellen durchsucht. Ja, ich geh doch! Mensch! Hört mir zu. Ich hör zu. Gleich werden die Zellen folgender Idioten durchsucht. James und Joes. Also J&J. JJ. Ich möchte die Toiletten überlaufen lassen. Jemand hat in den Teich gekackt. Irgendwelche Fragen. Wann geht's Mittag? Bitte nicht das Gras betreten. Jemand hat die Toiletten überlaufen lassen, weil er voll einen in die Schüssel gewämst hat. Ja, dann. Mensch, wer ist denn hier? Ja, so kann ich niemandem was abkaufen. Das ist ein bisschen. Na gut. Essen.
Hinter. Holz, Rasierklinge. Noch ein Holz. Wattrott. Mensch, was soll denn das, Kumpel? Im Ernst, riech mal. Ja, ein bisschen müssen die noch hier durchhalten. Wattrott ist K.O. Anthony ist auch K.O. Geht mal alle weg. Ich will hier Sachen looten. Verdammt nochmal. Kartenpack. Naja, okay. Hier war da noch einer. Seh nix. Hör mal aufhören zu labern. Briefträger. Also, wer hatte das? Ein Seil. Stufenleiter. Ja, alles nicht so schokoladig. Wir bräuchten entweder Luxus-Toilettenpapier oder Klebstoff. Was tut sich denn hier? Intelligenz, Geschwindigkeit wäre jetzt angebracht. Ich versuche mal noch. Ich will mal gucken, wie der Unterschied wirklich ist, wenn man hier trainiert. Und wie viel dazu kommt. Was? Was hat deine Spitze in der Ratte? Du Sau! Ich hab dir vertraut! Vertraut hab ich dir! Ja, macht sich gut. Also schön auch das Leben erhöhen, das ist glaube ich relativ wichtig. Damit man nicht sofort K.O. geschlagen wird. Du machst Witze, oder? Ja. Wenigstens sind wir nicht mehr irgendwie verdächtig oder so. Jetzt immer noch das, okay. 19, 20, 21, 22, 23. 24. Ah, 25. Ja. Kann man so lassen. Jetzt laufe ich noch ein paar Meter. Bevor wir arbeiten. Na, dann laufe ich halt nicht ein paar Meter. Gehen wir mal arbeiten. Ein Kartenpack. Können wir uns auf der Arbeit die Zeit vertreiben. Ich würde das gerne. Kann ich das nicht auf 6 legen? Nee. Gut. Heißt mal Mittagessen. Okay. Gut. So können wir auch ein bisschen unsere Erschöpfung runterkriegen. Müdigkeit, Alarmierung. Achso, Gesundheit, Geld. Darf ich? Nein, sicherlich nicht. Ich halt dahin. So. Ich bin voll. Jetzt muss ich gleich arbeiten oder wie ist das? Ich würde gerne wissen, ob man den Schlaftabletten irgendwo reinmixen kann. Ich hab's da klopft sich schon wieder irgendwie. Ach, Kinders. Benehmt euch doch mal. Ist doch nur der Knast. Ich erinnere mich bei diesem Spiel mal daran, wie ich habe eine Zeit lang habe ich echt auf, was war das? Auf so, was, N24? Ich glaube ja, oder es war NTV. Irgend so ein Doku-Sender halt. Da laufen ja auch heute noch dauernd Knast-Dokus. Und ich muss ja sagen, die kann man sich echt gut angucken. Ohne Witz jetzt. Das ist voll interessant. Also ich sag mal, jetzt im Vergleich, im Vergleich zu einem amerikanischen Knast ist ein deutsches Gefängnis Urlaub. Das ist Urlaub. Ja, erhalten vorne drunter, ja. Ich war ja keine Absicht, Mann. Ich hab das Spiel nicht so programmiert. So. Ja. Ach ja. Du machst erstmal die hier weg. 2, 3. Bling Bloing. 4 und 6. Bling Bloing. 4. Kann man da nicht mit reinmachen. Okay. Ja, dann haben wir unser Pensum erledigt. Alle kriegen gleich viel. Das ist doch mal was Faires. Und nun gehen wir mal auf Geschwindigkeit. Das ist, glaube ich, mal nötig. Jetzt müssen wir mal gucken. Okay. Ah, mir juckt das Auge.
Wir müssen schneller werden, wir müssen schneller wegrennen können. Das ist ja gerade Hofgang. Den Hofgang machen wir noch mit. Und dann sollte das Bild, also die Folge für heute zu Ende sein. Steigen aber dann beim nächsten Mal wirklich an dieser Stelle auch wieder ein. Schaust du auf meine Bauchmuskeln? Kein Ding. Okay. Das ist reine Muskelmasse. Bauchmuskeltraining. Jetzt die Oberschenkel. Und eins und zwei. Und eins und zwei. Und eins und zwei. Auf den Stepper. Die Arme zum Kopf und hey ho. Hey ho. Oh Gott, das dauert ja ewig. Das bin alles ich. Ja, wir machen noch, bis wir voll sind. Obwohl, da kommen wir nicht mehr rechtzeitig zum Duschen. Gut, dann. Im Schmulen, was hat er da? Keiner gesehen? Stachel, Klebeband, Nägel mal 2, erfordert 50 Intellekt. Was machen die? Wollen wir mit Fallen auslegen, aber wofür? Müsste man mal ausprobieren. Kunststoffarbeitsschlüssel. Arbeitsschlüssel vom Molten Plastic. Ich meine, geschmolzenes Plastik her. Wir können natürlich irgendwie Plastik. Okay, die kloppen nicht auf uns. Dann looten wir gleich erstmal, wenn es Duschen vorbei ist. Achso. Armbanduhr, Bleichmittel. Warum ist denn Bleichmittel erlaubt? Das ist doch voll ätzend, das Zeug. Also reizend zumindest. Alles klar, dann würde ich sagen, beim nächsten Part geht's dann beim Abendessen weiter. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.